Gast hier im Studio mit Professor Stefan Fröhlich, Politikwissenschaftler von der Uni Erlangen-Nürnberg. Guten Abend. Hallo. Ja, wir haben jetzt gemeinsam gehört, schon die Pressekonferenz dort bei Paris. Die anderen beiden Themen sind genauso wichtig. Das polnisch-deutsch-französische Verhältnis, ich weiß gar nicht, warum es richtig ist oder aus welcher Position ich das sagen soll. Ich würde es aus der polnischen sagen. Donald Tusk ist nicht zuerst nach Berlin geflogen, sondern er ist erstmal jetzt nach Paris geflogen und es waren die Antrittsbesuche. Zuallererst ist er nach Kiew gegangen. Was sagt denn dieser Reiseplan aus? Ja, über sowas spekuliert man ja immer. Mhm. Als erstes dann gerne, wer, wo. Gerade nach so einer Inauguration, wo geht die erste Reise, Auslandsreise hin und welche Bedeutung hat sie? In dem Fall würde ich mal sagen, ich neige nicht dazu, dass immer diese Dinge werden für meine Begriffe ein Stück weit überbewertet, was die Symbolkraft anbelangt. Aber nichtsdestotrotz ist es auffällig und es hat es auch schon in umgekehrte Richtung gegeben. Wir müssen einfach im Auge behalten, dass das deutsch-polnische Verhältnis in den letzten Jahren unter der PiS-Regierung sehr, sehr stark belastet gewesen ist. Und übrigens auch, hat sich das durchgeschlagen auf die, oder bemerkbar macht, auch in der polnischen Gesellschaft. Mhm. Also auch da war das Land sehr polarisiert, die Gesellschaft sehr polarisiert und ich glaube, dass Tusk sehr, sehr vorsichtig nach wie vor agieren muss und dass das ein Stück weit eben dieser Situation, der innenpolitischen Situation im Land geschuldet ist, dass er also hier erstmal vielleicht sagt, es ist klüger, erstmal nach Paris zu gehen. Mhm. Da war das Verhältnis weniger angespannt als also man muss fast sagen, die PiS-Regierung hat sich auf Deutschland geradezu eingeschossen, auch im Ukraine-Krieg. Ja, man würde zu wenig tun, zu wenig liefern, etc. etc. Ich glaube, es hat etwas damit zu tun. Nichtsdestotrotz, gerade Donald Tusk mit seiner Erfahrung und mit seinem Hintergrund als 5 Jahre EU-Ratspräsident und Europäer, ich meine, weiß, wie er das zu spielen hat und zu bespielen hat. Und insofern ist erstmal das ganz, ganz zentrale Signal überhaupt, dass dieses Format, das es seit 3 Jahrzehnten gibt, aber von dem wir in den letzten Jahren auch nichts mehr gehört haben, im Grunde genommen, dass das wiederbelebt wird. Denn das sind ganz, ganz wesentliche und die drei zentralen Akteure tatsächlich im Moment in der Europäischen Union. Ohne andere in irgendeiner Form. Ja. Es geht ja ein bisschen es um tatsächlich. Ja, es geht jetzt ja nicht um Wettbewerb unter den eigenen Staaten. Nein, es geht aber vor allen Dingen um diejenigen, die was. Es geht um die jeweiligen. Ich meine, wenn man das mal regional betrachtet, in die EU betrachtet, da haben wir also natürlich unerlässlich in der jetzigen Situation Polen stellvertretend für die Ostflanke, für die Mittel- und Osteuropäer. Das ist die Bundesrepublik und Bundesregierung immer so ein bisschen als die Zentralmacht und dann ist Frankreich sehr, sehr stark eben auch immer für die Südflanke, gerade innerhalb der NATO mitverantwortlich. Es hat einfach was damit zu tun, dass hier alle drei zentralen Flanken auch innerhalb des Bündnisses sozusagen abgedeckt werden. Es hat aber vielleicht auch was damit zu tun, dass im Moment das Thema Sicherheitspolitik das alles überragende Thema ist. Vollkommen klar. Insofern, also ob NATO oder auch innerhalb der Europäischen Union, es geht um sicherheitspolitische Themen hier in erster Linie. Wobei man nochmal sagen muss, gerade die Wahl von Donald Tusk ist auch ein unerlässlich, also ein unglaublich wichtiges Signal für Europa innenpolitisch. Also, dass wir wieder eine Regierung haben, eine einigermaßen stabile Regierung. Europa droht eben auch an den Rändern, das wissen wir, und droht durch Populisten und Autokraten, muss man schon fast sagen, auch natürlich nach innen oder von innen heraus ausgehöhlt zu werden. Ja, das sind alles Themen, die auch jetzt zum Teil oder in Paris beim Weimarer Dreieck angesprochen wurden. Da gibt es ja auch einen Teil, worüber geredet wurde, Desinformation jetzt gemeinsam im Dreierkonzert nochmal zu bekämpfen, ist auch ein Thema, das die EU als Ganzes bekämpft. Und auch wir haben das inzwischen bei uns festgestellt, dass das ein sehr, sehr großes und sehr, sehr aufreibendes Thema ist. Trotzdem, ich möchte nochmal auf das große Thema zurückkommen, was uns ja Donald Trump mit seinem South Carolina-Wahlkampfauftritt beschert hat und weswegen wir jetzt alle darüber diskutieren, in welchem Stadium sich Europäer im Moment befinden und was wir tun können, um tatsächlich unabhängig zu werden von den USA und die NATO als eine wirklich schlagkräftige Gemeinschaft nach außen hin noch zu zeigen. Denn viele haben ja gesagt, das, was der Trump gesagt hat, ist wie eine Einladung für Putin, noch mal so ein bisschen an den Rändern zu erodieren. Ja, keine Frage. Also ich meine, ich würde sagen, nicht nur Stärkung der NATO, sondern vor allen Dingen halt, das ist das Signal, das der Bundeskanzler auch schon ausgesandt hat mit seiner Kurzvisite und Stippvisite und seinem Kurzbesuch in Washington vor einigen Tagen, wo er auch deutlich und klar gemacht hat, wir müssen den europäischen Pfeiler in der NATO
NATO stärken. Das ist unerlässlich. Mhm. Wir wissen nicht, was kommt. Ich sage immer dazu, man muss vorsichtig sein. Also wir sollten das nicht nur jetzt auf Trump beziehen. Das ist unerlässlich. Und Trump wäre tatsächlich für Europa eine Katastrophe, so wie er sich hier ankündigt. Mhm. Aber er ist ja, das wissen wir ja auch nicht, der erste amerikanische Präsident, der eben sagt, Leute, ihr müsst mehr für euch selber sorgen. Das ist der Punkt. Und es wird aber unter Biden eben auch unangenehm bleiben. Denn für Biden wird der Druck auch größer, gerade was diese Verpflichtung anbelangt. Wir sehen im Moment die Schwierigkeiten, das große Paket, das Ukraine-Hilfspaket durch den Kongress zu bekommen, für ihn auch. Wir müssen uns einfach darauf einstellen, dass wir mehr leisten müssen. Das ist Sinn und Zweck und das ist auch das überragende Signal hier gewesen bei diesem Treffen. Sikorski hat ja fast nur von der Ukraine gesprochen und der europäischen Verteidigung. Also das ist das überragende Thema und Europa muss mehr liefern, klar. Das ist absolut klar an diesem Tag. Wir konnten kurz darüber reden. Professor Stefan Fröhlich, herzlichen Dank für die Einordnung, für den